Morgen! Hallo, Glück auf, herzlich willkommen zur Auslosung! Verlosung. Zur Auslosung der Verlosung? Zum Zettel ziehen, oder? Ja, und die Baumelfe wird heute eure Losfee sein. War das Baumelf oder war das Baumfee? Ich meine, es war die Baumelfe. Weiß das auch nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, wir freuen uns wahnsinnig, dass das jetzt auch mal so geklappt hat. Ja. Bevor wir zur Auslosung, ist das jetzt richtig, was ich sage, Auslosung? Verlosung? Bevor wir zur... Es war Hashtag Verlosung, also Verlosung. Also, bevor wir zur Verlosung kommen... I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Danke. Ja, super, Dankeschön. Da haben jetzt über 100 Leute, Menschen mitgemacht. Die haben wir ja alle hier schon schön drin. Mhm. Ganz viele nette, super Kommentare, hat uns extremst gefreut. Und ich glaube, ich habe jetzt keine Statistik aufgemacht, aber ich glaube zu wissen, dass die Do-it-yourself-Videos schon einen Tick weit mehr ankommen oder interessanter sind als die anderen. Aber nichtsdestotrotz, wir machen immer noch den gesunden Mix und damit hören wir auch nicht auf. Nö. Die Kommentare haben uns dazu motiviert oder motivieren uns dazu, unbedingt weiterzumachen und hoffen, dass wir euch weiterhin so viel Spaß bringen wie bisher. Ja, also... Also den meisten Part hat ja der Mike mit dem ganzen... Ja, das haben wir alle schon mal gesagt, Bibabo. Ist ja egal. Wir sind ja 50% jeweils. Oder? Ja. Auf jeden Fall macht es uns weiterhin Spaß und deshalb werden wir auch weitermachen. Auf die nächsten 5000, genau, würde ich mal sagen. Und dann wären wir bei 10. Und dazu haben uns ja auch schon viele animiert, dass wir weitermachen sollen, dass wir die 10.000 erreichen. Ey, das liegt doch nicht an uns. Nee. Teilt mal die Videos, sagt mal in der Nachbarschaft Bescheid. Die können alle dabei sein. Ah, Spaß beiseite. Es ist wirklich, also ich hab da Kommentare gelesen, habe ich Entenpelle gehabt, ganz klar. Und ja, das hat also extrem viel Spaß gemacht. Und ich möchte da auf jeden Fall, nicht ich, wir, uns dafür total herzlich gerne ganz dolle bedanken. Genau. Wir wollen jetzt mal die ganzen Preise raushauen. Ich hoffe, dass die Glücksbaumfee-Elfe hier alles richtig macht. Wir machen jetzt keinen Schnitt, damit einer hier nicht sagen kann, wir faken hier irgendwie was. Ist mein Kaffee aus dem Weg? Ja, so. Ich hätte gesagt, ich wollte gerade so schütteln, aber das Ding ist auf, ne? Genau, damit kann ich. Also hier sind alle Namen drin, die mitgemacht haben. Hashtag Verlosung und dergleichen. Manche haben auch geschrieben, die möchten gerne mitmachen bei der Verlosung, haben aber den Hashtag jetzt irgendwie nicht so wirklich. Die sind auch hier drin, keine Panik. Ich war jetzt mal so frei, oder? Ja. Wir wollen jetzt hier nicht päpstlicher sein als der Papst. Komm, ist alles total witzig, toll und... So, wir haben jetzt hier mal schön gemischt. Jetzt machen wir den... Nicht gucken hier. Das ist so alles gefaltet. Ich hab doch da überhaupt nichts... Hat alles der Mike gemacht. Ich bin jetzt nur hier... Graf jetzt hier gleich rein und... Nee. Wir fangen jetzt an, okay? Ja, wir fangen jetzt an. Seid ihr gespannt? Genau hinhören. Ich zeige gleich noch den Namen. Wir fangen an mit den Musgear Finder Version 2. Brille auf. Ich setze mir schon mal die Brille auf, damit ich den Namen auch richtig lesen kann. Und zwar genau den hier. Ja. Diesen dunkelblauen ist das. Und den gewinnt wer? Einer nur? Ja. Ja. Den gewinnt Detlef Hofschneider. Ich weiß nicht jetzt, ob man das lesen kann. Aber gut, ne? Detlef Hofschneider. Pass auf. Du hast den dunkelblauen gewonnen. Ich pack dich da mal rein. Dann
haben wir noch einen weißen, the same, Moosegearfinder. Sascha B. Sascha B., der Weiße. Kommst auch da rein. Jetzt haben wir noch, ich glaube, ein Hellblau ist das. Den Hellblauen. Oh, ist das spannend. Sind wir auch dabei? Wir? Nee. Markus D. So, Markus D. Du kommst hier rein. So. Haben wir die schon mal weg. Schon mal gut. Jetzt kommen diese Super Sparrow Trinkflaschen. Die haben wir alle schon mal gezeigt, wie die aussehen. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Ne? Ja. So, davon haben wir auch drei. Ja. Bitte beginnen Sie jetzt. Schneggala. Mit Doppel-G. G-G-G. Schneggala. Eine diese. Ja, das muss ja alles in Ordnung haben. So. Dann haben wir noch eine. Jürgen M. Guck mal, es gibt doch einfache Namen. Jürgen, it's yours. So. Und Nummer 3. Dritte und letzte, genau. Dietmar Schneider. Jetzt geht's ja los mit den guten Namen, die man noch lesen kann. Dietmar, das ist deine. So, dann haben wir das alles soweit fertig. Hauptgewinn, sag ich jetzt mal so, keine Ahnung, oder? Jo, kann man so sagen, würde ich sagen. Ich sehe sie, der steht da hinten. Soll ich sie nochmal holen? Komm, ich hole sie nochmal. Kann man sie sehen? Ja, ich denke mal schon. Ich habe die Griffe noch dran, ich muss gucken. Da geht es jetzt rum. Eine Kühlbox von EasyZone. So, und der Gewinner ist Frank Meines. Ja, ist deines. Ist deines. Frank, das ist deines. Frank, du hast die Kühlbox. Herzlichen Glückwunsch. Gewonnen. Die Kühlbox, das lege ich jetzt nochmal drauf. An alle Gewinner ein herzliches Glückwunsch. Ja. Ein herzliches Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. An alle anderen, nicht traurig sein. Es geht ja bald nochmal weiter mit den 10.000er Special. Wer weiß, vielleicht ist auch ein Auto dabei. Nein. Eins möchte ich nochmal kurz sagen. Auf der Kühlbox für alle, die diese jetzt nicht gewonnen haben. Trotzdem gerne noch hätten. Und trotzdem gerne haben möchten, wollen, würden. Da sind jetzt noch bis zum 31.10. 20% Rabatt drauf. Unten ist ja, oder unten schreibe ich den Link nochmal rein zu der Kühlbox. Also da könnt ihr nochmal zugreifen. 20% ist schon eine Macht, glaube ich. Schon eine Hausnummer. Und ich würde auch nochmal ein herzliches Dankeschön sagen an Super Sparrow, EasyZone und Moosegearfinder, die uns
diese Sachen zur Verfügung gestellt haben. Genau. Herzlichen Dank an dieser Stelle, auch von mir. Sollte man erwähnen, glaube ich. Ganz großen Dank an euch, dass ihr so zahlreich teilgenommen habt. Ja. Hat mir uns viel Freude bereitet, mir aber auch noch ein bisschen Arbeit. Ich musste das alles ein bisschen hier noch schnipseln und ich hoffe zumindest, also dass wir alle beantwortet haben, alle Kommentare, war schon viel. Kann sein, dass ich vielleicht den einen oder anderen irgendwie verdrängt habe. Nicht böse sein, vielleicht finde ich euch irgendwann mal wieder. Kann sein. So, jetzt wüssten alle, also ich schreibe die Gewinner auch nochmal unten in die Beschreibung rein, damit könnt ihr alles nochmal nachlesen. Jetzt möchte ich natürlich alle Gewinner bitten, sich bei uns zu melden. Und zwar über info@lucky-camper.de. Nicht jetzt in die Kommentare oder eure Adresse reinschreiben, bitte, sondern mir eine E-Mail zu schicken. Mit eurer Adresse. Und dann können wir es versenden. Jo. Ne? Genau. So, und eine Sache noch für alle Gewinner. Bitte meldet euch innerhalb einer Woche, das heißt bis nächste Woche Sonntag. Wenn ich bis dahin nichts gehört habe von euch, dann ziehen wir aus dem Pott den nächsten Gewinner. Dann geht es halt ein Stückchen weiter. Ne? Jo. Also, vielen Dank für alles bis dahin. Ja, von mir auch. Und wir gucken mal, wie wir es am besten oder wann wir die 10.000 haben und dann geht das wieder los. Mein Gott, kann ja jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Ja, bis dahin. Viel Spaß beim Weitergucken. Ja. Mal gucken, was da noch kommt. Kommt noch einiges, ich weiß das. Also dranbleiben, weiterempfehlen, lohnt sich. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Mitmachen. Bleibt sauber, mach's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.